bin begeistert. Das ist die neue Box von DJ Ötzi. 20 Jahre DJ Ötzi Party ohne Ende, die Fanbox. Ja. Das würde ich mir, wenn ich mit Musik was am Hut habe, natürlich kaufen, weil in der Fanbox ist nicht nur grandiose Musik, sondern auch. Hören Sie auf zu lachen, die Kappe. Ja, das ist wichtig. Die ist wichtig, ja. Das ist natürlich wichtig. Das ist, es schaut aus wie der Papst, oder? Ja. Du schaust aus wie ein völlig geistesgestörter muslimischer Attentäter. Aber ist es normal, dass ich so klein ist, oder ist mein Schädel so groß? Siehst du mal auf, du hast ja noch einen größeren Kopf. Vielleicht hast du die Kinderausgabe erwischt. Und natürlich die... Ja, die Missbrauchsfälle in der Kirche sind furchtbar. Und hier natürlich wir die... Wir sollten was tun. Die Brille ist auch sehr wichtig. Also da ist einiges drin. Das kostet alles, glaube ich, nur 89 Euro. Man kriegt diese Plastikbrille und den Hut dazu. Und hier kommt der Meister, meine sehr verehrten Damen und Herren. 16 Millionen verkaufte CDs. Hier ist... Die Jersey! Nimm Platz, Gary. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Freut uns wirklich. Wir haben uns wirklich gefreut, dass wir gesehen haben, er kommt wieder, der er Gary. Kommt, ja. Als wir das letzte Mal miteinander geredet haben, das war, glaube ich, 2017, da hast du vorgehabt, den Jakobsweg zu gehen. Ja, genau. Bist du ihn gegangen? Ja, zweimal. Was, seit 2017? Zweimal? Nein, das ist 2017. Ich bin, ja, 2017 bin ich gegangen. Mit deiner Cousine zusammen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Genau. Und es war echt für mich ganz was Tolles. Und bin dann ein Jahr danach mit meiner Frau gegangen, weil ich einfach auch das zeigen wollte, was ich da erlebt habe. Und das war echt cool. Aber wie, du bist nicht, von wo bist du gegangen? Von Portugal, glaube ich, damals. Ich bin von Porto gegangen. Ja. Und Porto nach Santiago und dann nach Cap Finisterre, also am Ende der Welt halt dann noch. Von Santiago. Und kannst du dort alleine gehen oder ist es dann irgendwann so, dass immer mehr Ötzi-Fans mitgehen und du am Ende so wie Forrest Gump vor 50.000 Menschen gehst? Ja, ähnlich was. Nein, es ist... Und gehst du ohne Kappe und Brille? Oh, also halbwegs? Ohne Kappe. Also Brille schon, weil ich sehe nichts. Wie viele Dioptrien hast du? Ich glaube da 3,2 und da 4,1. 3,2 und 4,1, macht das schon mit Kommastellen, Dioptrien? Das wusste ich gar nicht. Ja, 4,5, also ich kenne 0,5, kenne ich, aber 4,1 ist mir auch, ja. Vielleicht hast du bessere Augenärzte. Aber probier. Ja, das, ich glaub, wir haben die gleiche, ich, wir schauen uns überhaupt ähnlich, bin ich drauf gekommen. Oh, das ist aber echt hart. Ja, das ist schon, probier du mal. Aber ist das, bist du weitsichtig? Das ist aber eher, das ist schon eher. Ich bin kurzsichtig. Das heißt, du siehst, wird das schlimmer? Lesen kannst du ohne Brille. In Gistorf sehe ich gut, das sehe ich nicht gut. Ja. Willst du die Brille lieber ablassen? Nein, auf keinen Fall. Aber um auf den Jakobsweg zurückzukommen, ja. Was hast du für dich gelernt? Warum sagen alle, die den Jakobsweg machen, oh, es war so eine tolle Erfahrung? Ist es nicht in Wahrheit stinklangweilig? Und willst du vorher was trinken, bevor du antwortest? Weil wir haben irgendwas vorbereitet, ich weiß gar nicht, was es ist. Red Bull habe ich. Red Bull, okay. Du trinkst ja keinen Alkohol. Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe da echt eine tolle Erfahrung gehabt, weil einfach für mich, ich glaube, jeder, der was es geht, hat irgendwo so sein Spirit oder halt will was loswerden oder was auch immer. Und für mich war das echt toll, weil ich einfach nicht mehr so viel an mir zweifle, weil ich einfach sehr coole Erfahrungen gehabt habe in der Zeit, wo ich da jetzt 3 Wochen da unterwegs war. Ja, welche? Ja, in dem Sinne, dass ich einfach auch stolz sein kann auf mich. Ich war ja ewig lang nicht stolz. Also, beziehungsweise komisch. Ja, weil ich immer gedacht habe, wenn ich stolz bin, dann kriege ich auch nicht rüber. Also. Ja, aber genauso, das solltest du eigentlich beibehalten. Ja. Ja, aber jeder vernünftige Mensch zweifelt. Ja, aber nicht so sehr. Also ich hab ja, zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, in Wien beim Toninselfest waren, glaube ich, ewig viel Leid, ja, und dann bin ich runtergegangen und sage, boah, das war scheiße. Und dann jeder hat gesagt, boah, das war super, aber ich hab einfach eine extreme Selbstzweifel gehabt, dass einfach alles, was ich gemacht habe, nicht richtig ist und falsch ist. Aber eigentlich es total toll war. Wenn ich das halt betrachte, bin ich echt total froh, dass ich es gemacht habe. Das heißt, du bist beim Gehen draufgekommen, dass du etwas sanfter mit dir selber umgehen kannst. Du musst nicht so kritisch zu dir selbst sein, oder wie? Ja, eigentlich am Schluss, weil ich habe ja 3 Wochen das durchgehalten, was wir jetzt ganz wenig Zeit zutraut haben.
Und durch das, weil ich eben am Schluss dann erkannt habe, hey Alter, das hast du jetzt richtig geil gemacht, dass du die 270 Kilometer da durchgegangen bist, bin ich eben draufgekommen, dass einfach, ja, du kannst ruhig stolz sein auf dich, alles ist cool, ich habe viel mehr Mut, ich bin viel mehr... Und bist du wirklich gegangen oder bist du dazwischen irgendwie 3-4 Stationen mit dem Zug gefahren? Ich bin eine Station, da gibt es keinen Zug, also auf der Strecke nicht, aber eine Station bin ich, also glaube ich, 10 Kilometer mit dem Taxi gefahren. Gescheit. Jakobsweg mit dem Taxi. Ja. Ja, ey. Na, und hast du irgendwann mal bereut, dass du dich irgendwann entschieden hast, die weiße Haube aufzusetzen? Ja, das war eigentlich... Weil dir kalt war, oder? Nein, weil ich gewusst habe, dass ich mir eine Fernsehsendung gemacht im Montafon. Und dann habe ich gewusst, dass es am Abend regnen wird. Und das war Open Air. Und dann habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir so eine Haube. Und übrigens habe ich euch auch ein Geschenk mitgebracht. Ja, Hauben. Ja, genau, zwei Hauben. Überraschend, ja. Es sieht halt aus, als hätten wir alle drei. Aber die sind echt, Gary, die sind zu klein. Die sind viel zu klein. Hast du einen kleinen Kopf? Nein, oder? Hast du einen kleinen Kopf? Die sind zu klein. Nein, ich habe einen großen Kopf. Du hast auch einen großen Kopf. Ja, eben, der Schlemmer hat auch einen großen Kopf. Darf ich kurz helfen? Ja, bitte. Ganz kurz, ich komme zu dir. Du bist so dumm, dir eine DJ Ötzi-Mütze aufzusetzen. Nein. Das ist gut, warte mal. Das ist auch unser besser. So ist besser, ja. So ist cool. So schaut's cool aus. Ja, so schaut's cool wirklich cool aus. Ja, aber... Warte. Oh ja, danke. Du hast es weit hinten, Alessia. Ich hab's so weit hinten, ja. Lieber... Danke dir. Das ist gut? Das ist sehr gut. Danke dir. Danke dir. Lieber Gary. Danke, Gary. Das ist süß. Das ist gut, danke. Danke dir. Weißt du was? Wir schauen aus wie so drei Konvertiten, die irgendwie in Floridsdorf in einer Moschee sitzen und nicht reinkommen, oder? Irgendwie. Ja. Aber schön, ja, gefällt aber, mir. Aber du hast es echt zu weit oben, weil dann kannst... Soll ich es weiter runter? Ja. Dann kannst du ja wirklich so ausschauen. Weißt, aber ja. So ist gut. So ist super. Oder wir schauen auch aus, wir schauen aus wie im Wartezimmer für den DJ Ötzi Lookalike-Wettbewerb. Ja. Wir schauen aber auch aus wie so drei Leute nach einer Gehirn-OP. Du hast gelacht. Oder vor. In Memphis. Ich habe damals mit der DCB-Band, also mit genau. Der Band von Elvis, in Memphis gesungen. Und ich habe halt wirklich einen Kapplauf gehabt, also meinen Kapplauf gehabt. Und dann ist ein Amerikaner hergekommen und hat gefragt, ob ich eine Operation gehabt habe. Wirklich? Ja. Sag ich, nein, shut up. wird die Mütze irgendwann weggegeben werden, so wie Conchita gesagt hat, sie möchte Conchita loswerden, die Kunstfigur Conchita. Mittlerweile hat sie eine Glatze, hat ihren Typ vollkommen verändert. Wird DJ Ötzi bleiben? Wirst du dieses Markenzeichen irgendwann loswerden? Wirst du dich emanzipieren davon? Ja, mittlerweile hat sie eine Glatze. Ich habe immer schon eine Glatze gehabt. Aber ich weiß nicht, ob das besser aussieht. Schaut das besser aus? Nein. Ja. Anders. Schaut das besser aus? Nein. Du bleibst im Markenzeichen. Columbo hat auch immer einen Mantel an. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Also ich würde schon, also privat habe ich es ja nicht auf und am Weg habe ich es auch nicht aufgehabt. Also es ist immer nur, wenn du öffentlich auftrittst? Ja, doch. Das letzte Mal war ich ohne Kappel da. Ja, stimmt. Du warst ohne Kappel. Ja. Hast du sie vergessen gehabt oder... Ja. Aber warum soll er auch ohne? Weißt du, ja. Das würde ja auch keinen Sinn machen. Why? Ja. Gary, stimmt es, dass du deinen Tourplan ein bisschen geändert hast, jetzt nicht mehr Hardcore 300 Termine im Jahr, sondern nur mal 100 machst? Na, weil ich einfach auch unbedingt auf die Qualität schauen wollte. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn du auf die Qualität schaust, du auch selber auf dich schaust. Weil einfach auch das, was dann hinter dir abgeht, die Band und alles drumherum, das hat dann schon eine enorme Kraft. Das ist eine coole Energie und macht einfach noch viel mehr Spaß. Weil wenn du so viel unterwegs bist, 250 Mal und so, das raubt dich schon, das macht dich kaputt. 100 Mal im Jahr jetzt etwa, was machst du eigentlich in den Tagen, wenn du nicht auftrittst? Wie ist der Tagesablauf von Gary Friedle? Ah, von mir? Also ich bin, ja, von dir. Ich bin, also ganz ehrlich jetzt, ich bin, weil wenn ich frei habe, ich frei. Das heißt, ich schlafe lang und... Trotz Kind? Naja, das bist du so wie ein Wiener. Das Kind macht Frühstück oder wie? Nein, ich achte mal, meine Frau arbeitet Tag und Nacht, dann gibt es so Gas und ich bin so happy, dass sie einfach auch... Da kannst ja du ausschlafen, stimmt. Ja. Nein. Mein ganzes Team ist wirklich echt voll dahinter und ich kann einfach auch, wenn ich frei habe, einfach mich ausrasten und Energie sammeln und für den nächsten Auftritt oder für den nächsten Fernsehshow-Promotion. Ja, klar, aber wie? Machst du Yoga, meditierst du? Ich mache öfters Qigong.
Qigong, das, weil du dann auch die Energie bei dir behaltest und dann auch hernimmst, wenn sie braucht und so. Was ist das? Qigong ist sowas wie Klangschalen. Tai Chi, oder? Qigong ist ja, dass du die Meridiane und die Energie einfach bei dir behaltest oder halt in die richtigen Bahnen bringst. Welche Meridiane? Das geht im Sitzen, oder wie? Die körperlichen. Im Stehen. Also im Stehen und Gehen. Und da gibt es ja, es gibt einen Gang, der heißt Qi Qi Ho. Und da ist einfach das nierenstärkende Gehen. Also wie geht Qi Qi Ho? Qi Qi Ho ist, Qi Qi Ho. Qi Qi Ho. Bist du so den Jakobsweg gegangen? Nein, da hat die Mordsenergie. Das ist wirklich, also es ist ja. Lustigerweise nicht lustig, sondern das ist wirklich, es ist einfach für die Niere gut. Also nierenstärkendes Gen nennt man es. Das spürst du auch, oder? Weil so ein bisschen sieht es ja aus wie Ministry for Silly Walking, aber es ist Walking Dead. Du bist ja das Gegenteil eines Angebers. Du hast auch am Anfang des Gesprächs gesagt, du hast immer Selbstzweifel gehabt, immer ein Selbstbewusstsein, das ganz unten war, obwohl du diese irren Erfolge hattest. Ja, das geht für mich kaum im Kopf zusammen. Doch. Wenn man jetzt Andreas Gabalier sieht, der halt natürlich auch wahnsinnig Erfolg hat, er lässt es auch raus auf Facebook. Er schreibt, okay, die Neider sind gegen mich, weil ich Erfolg habe. Du warst ja nie, du warst ja immer ein zurückgezogener, fast schüchterner Superstar. Kann man das so sagen? Na, weil ich einfach dankbar bin. Dankbar, dass ich das machen darf. Also aber das ist kein Satz bei dir, sondern du meinst das ja wirklich so. Das ist meine Überzeugung. Ja. Also das ist meine Chance. Ich habe damals eine Chance, also keine Chance gehabt und habe sie trotzdem genützt. Du warst doch mal obdachlos, oder? Also das meine ich ja. Ich hab so viel Negatives erfahren dürfen. Mittlerweile ist es aber aus dem Minus ein Plus geworden, weil ich einfach sehr daran gearbeitet habe, reflektiert habe und so. Aber grundsätzlich, ich habe so einen super Job, ich habe so eine coole Familie, ich habe total feine Freunde, die was immer für mich einstehen und so. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich mich jetzt da, bin ich nicht. Morgen mag wegen andere sein, aber ich bin das nicht. Sehr gut. Ich bin kurz davor, zu einem DJ Ötzi-Konzert zu gehen. Ich bin so gerührt, ja, im Ernst, ja. Ich finde das großartig. Ich auch. Aber eh, trotz der Musik. Was kostet eine Eintrittskarte für ein DJ Ötzi-Konzert? Boah, weiß ich nicht, ob es leistet. Du kriegst gratis. Du kommst nur ums gratis. Weißt du echt? Das ist so ein klassisches, ich bin Urelfler, gibt's das gratis? Das ist klasse, ich kenne das. Das ist so. Ich zahle gerne, er ist geizig. Ich finde es total toll, wenn du das sagst, weil ich weiß, dass du das ernst meinst. Das Geschleime findest du auch noch toll. Das ist ernst gemeint. Nein. Ich muss dich wirklich bitten. Und was ich auch ganz cool finde, dass du mit unserem nächsten Gast gemeinsam hier gleich musizieren wirst, auch das ist so ein Duo, mit dem man nicht rechnen würde. Genau stimmt. Deswegen finde ich das geil. Ist vorbei? Nein, nicht vorbei. Von beiden. Es ist noch nicht vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Nein. Verstehst du ihn gar nicht? Gell? Doch. Was hat er gesagt? Ob schon vorbei ist. Ich darf diese CD-Box... Fanbox. Ja. Aber das CD ist auch drin. Ja, na klar. Ist mehr drin. Ist mehr drin, ja. Soll ich es nochmal zeigen? Nein, du kriegst das. Das dauert so lange, bis du es aufmachst. Ja, ich krieg's nicht auf. Hat er schon aufgemacht gehabt? Ja, hat er schon aufgemacht gehabt, ja. Wir haben diese sinnlosen Kappen schon vorher aufgesetzt. Na, was heißt sinnlosen Kappen? Herrst,